Oder Dschungeltalent. Der König von Mallorca muss überleben. Ich leck gerne an Eiern, aber ich nehme die nicht im Mund. Da haben wir das Supertalent Daniel Lopez. Du sag mal, du warst ja bei DSDS, hattest so einen Texthänger beim Supertalent. Wie konnte sowas denn passieren? Ein Texthänger? Wenn du mal so ein Konzert von Rolling Stones oder Robin Williams oder egal eigentlich von welchem Künstler anschauen würdest, dann würdest du sehen, das ist komplett absolut normal. Die Hauptsache ist natürlich, dass man seine Leistung bringt. Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall meine Leistung gebracht. Naja, das kann jedem passieren. Es sollte nicht passieren, aber es ist nun mal passiert. Ich kann es nicht ändern, aber das Leben geht weiter, Silvio. Ganz genau. Oder? Ja. Wir sind so positive Menschen. Wir bringen eine positive Botschaft an die Menschen. Und deswegen machen wir immer weiter. Wie war es denn, das zweite Mal vor Dieter Bohlen zu sitzen in der Jury? Der hat ja doch immer ganz schön raue Worte auf dem Kasten. Ja, mit Dieter Bohlen, ich war schon ein bisschen nervös. Ich glaube, das war auch eins der Gründe. Das war wie eine Blockade. Eins der Gründe, wieso ich auch einen Textfehler hatte. Und übrigens, Dieter, ich habe das Lied nicht 5000 Mal gesungen, sondern nur damals bei Superstars und nie wieder. Und deswegen, ich musste sogar den Text lernen, kurz vor der Show. Wer hat dir denn in der Jury besser gefallen? Mozzi oder Silvi van der Vaart? Nein, für mich ist die Meinung von Dieter Bohlen natürlich viel wichtiger. Ja, ja. Stimmt. Weil er hat einfach das musikalische Know-how und was er sagt, das stimmt auch so. Und da ist egal, was man dazu sagt, aber er hat Ahnung davon und deswegen, ich freue mich, dass ich überhaupt mit ihm gearbeitet habe. Von der Optik her, wie fandest du denn süßer, Silvi oder Mopsi? Also ich stehe natürlich, schwer zu sagen, also die waren beide sehr rassige und schöne Frauen. Also ich glaube, bei Geschmack kann man das streiten. Ich glaube, die beiden kann man gar nicht vergleichen. Also die waren schon sehr individuell und sexy. Auch ohne zu vergleichen. Du bist ja bald im Urlaub und dann hören wir auch wieder musikalisch was von dir. Es kommt, also ich träume schon seit sehr langer Zeit, mal was Brasilianisches zu singen. Ja? Ich habe vor einem halben Jahr was aufgenommen und ich bin erst vor kurzem fertig geworden. Wer weiß, also ich hoffe, dass im Januar, Februar, vielleicht auch nach dem Dschungeltalent oder Dschungeltalent. Dschungeltalent? Wir machen jetzt eine neue Show. Party Prinz moderiert mit Dani Lopez, das Dschungeltalent. Geil. Geil. Ja. Scheiße. Also wir hören bald was von dir. Ich habe Spaß bei dir gehabt. Ich danke euch. Ihr hört bald was von mir. Gute Musik. Seid gespannt. Bis bald. Ich muss zugeben, Daniel Lopez war der einzigste Casting-Kandidat, für den ich sogar angerufen habe. Also ich bin gespannt, welcher Song demnächst kommt. Und Daniel Lopez seht ihr beim Party Prinz.